In dieser Video-Tutorial-Serie erstellen wir einen Stahlhallen-Konfigurator mit Rhino, Grasshopper und Sophistic. In Teil 1 möchte ich Ihnen das System vorstellen. Unser Konfigurator lässt die Änderung einer Vielzahl von Parametern zu. Das Grasshopper-System ist mit Sophistic verknüpft und kann dort sofort berechnet werden. Das ist meine jetzt eingestellte Konfiguration in Grasshopper und das ist das verknüpfte System in Sophistic. Ich habe hier einen Lastfall-Eigengewicht aufgebracht. Für die weiteren Berechnungsschritte schauen Sie sich bitte die Playlist Stahlbemessung mit Revit und Sophistic von mir an. Die Vorgehensweise ist die gleiche, egal ob die Modelleingabe in Revit oder Grasshopper erfolgt. Ändern wir nun einige Parameter. Hier oben können wir die Länge einstellen, steht auf 18 Metern. Ich schiebe mal dran und Sie sehen direkt in Rhino, was passiert. Jetzt haben wir 30 Meter Hallenlänge. Dann haben wir hier die Höhe der Traufe. Dann haben wir die Anzahl der Felder seitlich in den Wänden, zum Beispiel 5. Dann haben wir hier die Hallenbreite. Ich drehe es mal. Die Hallenbreite können wir hier ändern. Dann den Dachneigungswinkel steht auf 8 Grad, kann ich natürlich entsprechend hochsetzen. Dann die Anzahl der Sparren, das kann man hier in der Draufsicht vielleicht am besten sehen. Wir haben jetzt drei Felder und so kann ich die Anzahl der Sparrenfelder verändern. Und am Ende haben wir auch die Möglichkeit, Aussteifungsdiagonalen anzuordnen. Hier haben wir jetzt ein Feld ausgekreuzt jeweils und das können wir hier einstellen. Wir sagen zum Beispiel, wir wollen auch in Feld 3 und in Feld 5 Aussteifungsdiagonalen und schon sind sie zu sehen. Ja, jetzt brauchen wir das nur einmal abzuspeichern, gehen in Sophistic. Wir sehen noch die alte Konfiguration und lassen das Ganze einmal neu berechnen. Dauert einen kurzen Augenblick, es ist fertig und wir sehen die neue Situation, wie wir sie in Grasshopper eingegeben haben, mit der Berechnung des Eigengewichts. Lastfalls. Ja, ich hoffe, ich konnte Sie motivieren, mitzumachen. Wir schauen uns nun in den nächsten Videoteilen die Grasshopper-Eingabe detailliert an. Falls Sie noch gar keine Erfahrung mit Rhino Grasshopper haben, empfehle ich Ihnen, sich zunächst das Videoteil 2 meiner anderen Grasshopper-Tutorial-Serie zur Spannbetonbrücke anzuschauen. Da erkläre ich einige Basics. Also, im nächsten Video geht's mit der Grasshopper-Eingabe los. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind.